Lechhausen hat neue Räumlichkeiten für die Stadtteilbücherei. Und eine Stadtteilbücherei, das ist ja nicht nur ein Ort zum Bücherausleihen. Es ist ein Ort, wo Stadtgesellschaft sich trifft, wo man sich austauscht, wo man sich weiterbilden kann, wo man Menschen begegnet und wo man vor allem auch die Stadtverwaltung jeden Tag zum Anfassen hat. Ich freue mich sehr, dass wir in neuen Räumlichkeiten direkt am Schlössle sind und so für die Lechhauserinnen und Lechhauser ein tolles neues Angebot zur Verfügung stellen können. Ich freue mich, als Referentin für Bildung und Migration heute im Herzen Lechhausens die neue Stadtteilbücherei in Lechhausen eröffnen zu dürfen und lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich in den nächsten Tagen zum Vorbeikommen ein. Die Stadtteilbücherei war ja bisher bereits eine gute und wichtige Anlaufstelle für Schulen und für Kitas. Jetzt haben wir einen Ort zum Spielen, zum Begegnen, zum Kreativsein. Sie sehen die Spielecke hinter mir. Sie können auch gerne den Gaming- und Chillbereich nutzen oder auch das Lesecafé. Herzlich willkommen! Wir heißen alle Lechhauserinnen und Lechhauser ganz herzlich willkommen in der neu gestalteten Stadtteilbücherei. Die Stadtteilbücherei Lechhausen ist als erste Open Library in Bayerisch-Schwaben konzipiert. Das ist ein Angebot, das die Kundinnen und Kunden nutzen können, auch außerhalb der Servicezeiten mit unserem Personal, was wir aber im Moment natürlich zu Corona-Zeiten noch nicht anbieten dürfen. Wir freuen uns aber sehr, wenn wir das hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres dann wirklich umsetzen können und bereiten bis dahin noch ganz viele schöne, attraktive Angebote weiter vor. Ja, grüß Gott zusammen. Mein Name ist Wolfgang Walcher, Walcher Architektur in Augsburg. Ich habe als Architekt das große Vergnügen gehabt, die erste Open Library in Augsburg planen zu dürfen und zu realisieren. Die Stadtteilbücherei Lechhausen. Was macht eine Stadtteilbücherei heute aus? Die Stadtteilbücherei hier ist nicht nur eine Bibliothek im herkömmlichen Sinne, sondern sie ist ein sogenannter dritter Raum. Das heißt, wir sind in der Arbeit, sagen wir mal, das ist der erste Raum. Der zweite Raum ist unser Zuhause. Und der dritte Raum, das ist zum Beispiel die Stadtteilbücherei. Ein Treffpunkt für alle. So auch das Motto der Stadtbücherei, offen für alle.